Angegeben wird hier die Funktion Tangens, die wir sofort reduzieren auf das Intervall von 0 bis Pi Drittel. Diese schraffierte Fläche werden wir jetzt hier im 3D-Fenster um die rote X-Achse drehen und erhalten so diesen Rotationskörper. Wir werden den Rauminhalt von diesem Körper jetzt berechnen. Das machen wir selbstverständlich durch diese bekannte Formel. Also, um den Rauminhalt zu finden, rechnen wir Pi mal das Integral von 0 bis Pi Drittel vom Tangens von x im Quadrat dx. Zuerst müssen wir eine Stammfunktion von Tangens Quadrat von x bestimmen. Der Tangens von x, das ist Sinus x geteilt durch Cosinus x, also ist Tangens Quadrat von x der Sinus im Quadrat von x geteilt durch Cosinus im Quadrat von x. Durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass Sinus Quadrat von x dasselbe ist wie 1 minus Cosinus Quadrat von x. Somit müssen wir also eine Stammfunktion von 1 auf Cos Quadrat von x bestimmen und eine Stammfunktion von Cos Quadrat von x auf Cos Quadrat von x bestimmen. Wir rechnen also eine Stammfunktion von dieser Differenz. Da 1 auf Cos Quadrat von x die Ableitung vom Tangens von x ist, haben wir diese Stammfunktion schon gefunden und Stammfunktion von 1, das ist x. Somit haben wir eine Stammfunktion von Tangens Quadrat von x gefunden und jetzt bleibt noch die Variation von dieser Stammfunktion zwischen 0 und Pi Drittel zu berechnen und diese Zahl dann noch mit Pi zu multiplizieren. In dieser Differenz ersetzen wir zuerst x durch Pi Drittel, so erhalten wir Tangens von Pi Drittel minus Pi Drittel. Dann ersetzen wir x da und da durch 0, so erhalten wir Tangens von 0, das heißt 0, minus 0, das heißt insgesamt 0. Es bleibt also nur noch zu berechnen, Pi mal diese Klammer. Tangens von Pi Drittel, das ist die Quadratwurzel von 3. Und jetzt rechnen wir nur noch dieses Produkt aus und finden als Rauminhalt von diesem Rotationskörper Quadratwurzel von 3 mal Pi minus Pi Quadrat Drittel. Und diese Differenz, das macht ungefähr 2,15.